So, und somit kommen wir in die letzte Gruppe jetzt. Zwar in die Gruppe zu den Niederlanden, Bulgarien, Belgien und Norwegen. Da beginnt Niederlande gegen Bulgarien. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, Bulgarien habe ja auch ich. Glaube ich. Aber da gibt es nur eine Mannschaft. Ja, die Bulgaren eben sicher auch ein absoluter Underdog hier. Oder. Ja, bei der niederländischen Mannschaften spielen auch einige in der CL. Ja, bei den Einige. Bulgaren glaube ich nicht. Aber ja, Niederlande sicher auch einige CL-Spieler. Was vielleicht überraschend ist, dass Blind nicht mit dabei ist. Das ist wirklich überraschend. Aber man sieht es auch hier ein bisschen als Test an. Hast du mir gewusst, dass der einen Defibrillator hat? Ja, ein Herzschutzmacher meinst du? Ja. Ja, weil es auch Zahn brauchen irgendwann mal. Man wusste aber nicht, ob man es weitermachen kann. Aber Und es wenn ein geht anscheinend. Herzschutzmacher, wenn es funktioniert, darf man weitermachen. Ja. Man spielt ja auch immer bei Ajax, weil da war ja bei Manchester United. Genau, da war der Druck so hoch. Genau. Oh. Den weiß ich nicht, ob der bei uns wo spielt, Malen. Bei mir nicht. Dann bei mir auch nicht. Das heißt, der gehört, dass ich mal Ich glaube, ein das spielt bei Ticket. PSV. Ja. Links bei unserer Zentren, glaube ich. Das heißt, er könnte sich vielleicht ein Ticket einmal lösen für die CL, wenn er hier was zeigt. Oh, der rennt nicht. Das ist echt Popov. Okay, das trifft mich jetzt hart. Was denn? Eine Verletzung. Haben wir zwei gesehen. Die Pommes fällt sich jetzt auch. Ja, ein paar spielen hier auf jeden Fall nicht in der CL. Das ist wirklich nicht, dass sie bei mir spielen, aber du. Ja, ist ein Mix aus CL und nicht CL, kann man sagen. Der Ron zum Beispiel. Dumfries, wüsste ich nicht. Dann Torwart, den kenne ich generell gar nicht. Ah.
Ah, ich wollte nicht den Stammgoli nehmen. Habt ihr sonst keine anderen? Ja, eh den. Aber ich habe gedacht, ich probiere den wahrscheinlich schon, aber. Einen anderen auch. Ein langes Hin- und Herspiel, er kommt einfach nicht raus. Oh, Alter. Nein. Oh, schön, DNF. Na gut, dann werden wir umschichten hier. Wenigstens hier spielt er jetzt. Wenn er schon in der Zählpause hat. Oh, da ist bei dir auch einer verletzt jetzt. Rüde spielen. Aber die Bulgaren halten sich bis jetzt ganz gut mit. Ja. Oh. Okay. Schiri muss schon aufs Heisel. Temperaturschlaf, ja, ein paar Pause. Ja, bleiben wir dabei so. Bleiben wir dabei so. Zwingende Chancen hat es hier nicht gegeben in der ersten Halbzeit von beiden Seiten, irgendwie. Nein. Ich kann ja eigentlich auch viel im Mittelfeld hier so Chancen, wenn er nichts gut oder dabei. Ah. Okay.
Die Nummer 9 bei den Bulgaren, dieser Telef, der fällt schon offensiv ganz gut auf. Hoppala. Oh. Schön. Wow. Mal eine. Kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts. War jetzt auch nicht so zwingend die Chance. Nein. Aber gut gemacht. Kläubert, will es zeigen. Will sich bewerben eventuell, er will nichts mit Hause machen. Oh, schade. Puh. Boah, nicht einmal Karte. Mit der wäre weg gewesen. Schön. Bulgarien darf jubeln. Oh. Ich glaube, die sind auch wirklich mit diesem einen Punkt sehr zufrieden. Haben aber noch 20 Minuten auf der Uhr. Ah. Ah! Oh. Okay. Okay. Alter! Wow, schön! Den habe ich mir schon fallen sehen. Nein! Aber ganz streng jetzt hinten zu.
Alter, wohin? Nein, komm! Ah. Okay, ich glaube, es macht wechselnd fast keinen Sinn mehr, aber wir machen es trotzdem. Das war jetzt die Riesenchance. Ja. Ja. Das war's. Schade. Aber hätte Niederlande mehr machen müssen in der ersten Halbzeit.